Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um die Reparatur hier von so einem Steckernetzteil. Und zwar ist es so ein Netzteil von so einem Speedport. Und das hat hier als Ausgangsspannung 12 Volt bei maximal 1,5 Ampere. Und das geht gar nicht mehr, also kommt gar nichts mehr raus. Ich werde mal hier kurz das anschließen und mit dem Multimeter nochmal nachmessen. Also wenn ich jetzt hier nochmal das aufstelle kurz und hier ranklemme, dann sieht man, da kommt also wirklich nichts raus. Und die Frage ist jetzt, was defekt ist. Weiß es natürlich nicht und deswegen muss man das Gerät auch erstmal aufmachen. Diese Steckernetzteile sind ja leider hier alle zugeschweißt, aber es gibt so einen kleinen Trick, wie man die aufkriegt. Also man könnte natürlich jetzt einen Hammer nehmen, dann macht es die Sache aber nicht besser. Ich mache das immer so, dass ich jetzt hier mir so ein Stahllineal nehme und hier so ansetzt, also hier wurde es zusammengeschweißt, dort, und ich werde jetzt mit dem Cuttermesser hier immer wieder so reinritzen, nach und nach, nicht mit großer Kraft, dauert ein bisschen und dann geht es normalerweise ganz gut auf. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann schauen wir mal rein, was da so drin ist. Ich habe also hier so ein bisschen mal reingeritzt und jetzt kann man hier mit dem Cuttermesser sehen, ich komme also jetzt hier schon rein tatsächlich, und das muss man natürlich einmal ringsherum machen. Muss man sehr vorsichtig sein, damit man sich nicht schneidet oder so. Und irgendwann ist es so, dass man es hier wirklich aufbrechen kann, so ein bisschen. Und ja, hier ist so eine schwierige Stelle hier, da wo das Kabel rausgeht. Da werde ich es nochmal weitermachen und dann habe ich das Ding auch gleich auf. Man sieht jetzt hier, ich habe es schon mal ein bisschen aufgehebelt, dazu kann man nochmal einen kleinen Schrauben Dreher nehmen und so ein bisschen hin und her gehen in dieser Rille und einfach mal hin und her wackeln und dann kriegt man das eigentlich auf. Man sieht also, es geht so ganz gut. Es fällt ein bisschen Plastik immer ab, ganz klar. Aber so kriegt man es auf. Und hier ist nun das Netzteil und keine Ahnung, was jetzt da kaputt ist. Das heißt, ich werde jetzt diese Leiterplatte irgendwie noch mal rausnehmen dann. So, die Leiterplatte kann man jetzt hier rausnehmen. Oh ja, und jetzt sieht man hier natürlich, da ist was heiß geworden. Da sind auch noch Widerstände, SMD-Widerstände oder Kondensatoren, die sind jetzt auch schwarz. Das ist die Frage, ob das der Ruß ist oder ob die auch kaputt gegangen sind dadurch. Hier ist noch ein aktives Bauteil, ein Dreibeiner. Und es ist auch auf der Primärseite. Also das Schaltnetzteil, da sieht man hier schön sozusagen die Isolierung oder den Abstand Primärseite, Sekundärseite. Und also auf der Primärseite irgendwas da abgeraucht, warum auch immer. Und da müssen wir mal gucken, was das hier für ein Teil ist. Also hier, der hier. Mal umbiegen, abmachen. Ja, was mir noch aufgefallen ist gerade eben, ist hier bei den Kondensatoren, die sind sehr hügelig, die haben einen Buckel und das sollte eigentlich nicht sein. Also, tja, was jetzt tun? Also ich werde erstmal Folgendes machen, ich werde das erstmal sauber machen so ein bisschen, dass man vielleicht sieht, ob da noch mehr kaputt ist, also ob da zum Beispiel auch Leiterbahnen sich abgelöst haben oder so. Und werde versuchen, mal hier das Bauteil rauszulöten. Vielleicht auch ein bisschen Reverse Engineering machen. Das heißt, mal schauen, was da eigentlich für eine Schaltung dahinter steckt. Und tja, ob man das dann so reparieren kann, dass es wieder auch sicher vor allem funktioniert. Das sei jetzt erstmal dahingestellt. Also ich werde es erstmal sauber machen und dann schauen wir weiter. Zum Reinigen nehme ich hier ein bisschen Spiritus und das macht sich eigentlich ganz gut. Das meiste habe ich jetzt schon abgekriegt. So sieht es jetzt aus. Und als nächstes werde ich erstmal hier den Kühlkörper abschrauben und dann schauen, was da sich für ein Bauteil dahinter verbirgt. Das vielleicht mal auslöten und dann schaue ich erstmal weiter, was man da vielleicht noch machen kann. So, die Schraube werde ich hier mal lösen. So, dass hier der Kühlkörper fast abgeht. Jetzt habe ich hier gesehen, mal raus,
dass der Kühlkörper hier festgelötet wurde und auch hier das Bauteil, das 3-Pin-Bauteil sozusagen. Und man sieht hier, die Leiterbahn hat sich da auch schon abgelöst. Also schön ist es nicht. Ob ich das jetzt so in diesem Zustand reparieren kann, dass es wieder gut und auch vor allem sicher funktioniert, sei jetzt da mal hingestellt. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal den Kühlkörper hier ablöten und auch hier das Bauteil, was dahinter sich verbirgt. Und ich werde auch schauen, was es dann für ein Bauteil dort ist. Ich habe den Kühlkörper jetzt hier abgelötet, wie man sieht, und auch hier den MOSFET in dem Fall. Das ist hier ein HX5N60, der ist defekt. Und jetzt könnte ich ihn natürlich ersetzen. Allerdings gibt es jetzt mehrere Dinge, die mich veranlassen, eigentlich diese Reparatur nicht weiterzuführen. Der erste Anlass wäre praktisch hier diese Leiterplatte. Ich will mal ganz kurz hier auf diese Pads zeigen. Also dieses Pad ist noch dran. Das ist hier von dem MOSFET. Das zweite ist hier schon lose, wie man sieht. Das dritte auch. Das Pad hier, wo der Kühlkörper dran war, ist auch lose. Und auch hier dieser Widerstand R9, der ist mir leider rausgefallen irgendwie. Der war also nicht richtig angelötet. Der liegt hier. Das ist also hier dieser Widerstand. Allerdings habe ich versucht nachzumessen. Der ist also durch. Also unendlich hochohmig. Und damit kann ich im Prinzip das Netzteil hier nicht reparieren. Neben dem kaputten Widerstand und natürlich dem Transistor mit dem MOSFET gibt es natürlich noch das Problem hier mit den Elkos. Ich weiß nicht, ob die Elkos, also die sind definitiv hin, denke ich mal. Die haben Beulen hier richtig aus. Ob die Ursache jetzt der kaputte MOSFET war oder ob es eine andere Ursache gibt, das kann ich jetzt noch nicht so sagen im Prinzip. Und ein dritter Aspekt wäre jetzt im Prinzip das Gerät. Also wenn man sowas repariert, sollte ja auch weiterhin funktionieren und vor allem sicher sein. Und bei der Sicherheit habe ich jetzt ganz starke Bedenken. Es lohnt hier eigentlich auch gar nicht. So ein 12 Volt, 1,5 Ampere Netzgerät kostet, weiß ich nicht, ein Fünfer oder so. Also ich werde hier in dem Fall jetzt hier die Reparatur einfach abbrechen und das Gerät kommt auf den Elektroschrott. Da diese Steckernetzteile ja vom Prinzip her primär getaktete Netzteile sind, kann man, was die Bauteile betrifft, dort auch nicht sehr viel entnehmen. Die sind teilweise sehr speziell. Also man kann natürlich die Trafos jetzt rausnehmen, aber die sind auch extra für dieses Netzteil entwickelt und gewickelt worden. Man könnte hier einen Entstörkondensator vielleicht rausnehmen. Hier auf der Seite am Kühlkörper ist sicherlich ein Spannungsregler noch vorhanden. Hier auf der Seite ist auch noch ein Bauteil. Das ist das TL431. Gut, das ist, glaube ich, eine Referenzspannungsquelle. Könnte man vielleicht auch noch verwenden, man könnte das Kabel verwenden, aber mehr eigentlich auch nicht. Deswegen werde ich jetzt dieses Netzteil hier wirklich wegschmeißen. Vielleicht nochmal der Hinweis: Bei diesen kleinen Steckernetzteilen lohnt eine Reparatur eigentlich nicht. Die sind relativ billig, man kriegt die für einen Fünfer oder so, wie gesagt, und da ist jeder Aufwand eigentlich zu viel. Insofern werde ich jetzt also hier das wegtun und wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß und tschüss.